Willkommen zu unserem Podcast, die zwei Flüchtlinge. Von nebenan. Der Arm, Alter. Du schmalz einfach rein. Wir haben noch nicht begonnen, oder? Doch, klar, wir haben schon begonnen. Ach so, ja, das ist schon nervig. Ich weiß nicht, ob du das lest, ich hasse das. Wie nennt man das auf Deutsch? Schnurfeln. Beim Zug essen oder so heißt ja. Das. Ich habe mein Bruder, der Mohammed, der ist so ein Meister damit. Egal was er isst, auch wenn er ganz normal Orange oder Schmalz isst, auch, ne? Wenn er, Wahnsinn, wenn er Wassermelone isst, dann das klingt wie ein Krieg, das ist unglaublich so. Dann lass uns erstmal die Anmoderation machen und danach können wir darüber quatschen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dem Die zwei Flüchtlinge von nebenan Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Hallo, Armin. Hi, mein Lieber. Jetzt erzähl mal, wie dein Bruder Schmalz und sein Essengenuss so erlebt. Nein, nicht nur mein Bruder. Also ich glaube, das ist so ein Phänomen in unserer Familie. Wobei ich ja auch so gehört habe, ich weiß es nicht so. Asien, ich bin so, was Asien angeht und asiatische Kulturen angeht, nicht so gebildet. Also ich habe nur so eine Schublade für Asien. Aber in irgendeiner Kultur, in Nepal oder so in Bali. China, so. China habe ich auch darum, gehört. Es geht darum, dass du musst du so schnürfeln, so, damit das ist ein Zeichen, dass du das Essen genießt. Mhm. Ja. Ich kann es nicht. Also, ich kenne so, dass wenn jemand so an Glas so kratzt, das so ruft so eine Reaktion. Das ist wie ein Trauma. Ja, ich verstehe. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch so einer, der ein bisschen schmatzt, ne? Unbewusst. Ich mache es nicht extra oder um jemanden zu provozieren, so, sondern manchmal, wenn ich auch so, ich bin einer, der auch sehr schnell isst. Ja? Ich bin nicht ruhig beim Essen. Deswegen, wenn ich esse, dann lege ich richtig los, ne? Als würde jemand mich hinterherjagen. Ich weiß nicht, warum ich so hektisch esse. Und dann meine Partnerin sagt, Arme, ist ruhig. Ja? Und dann kriege ich immer wieder von ihr diese Aussage, damit ich mich so quasi beruhige. Ich bin auch so, ich weiß nicht, warum so empfindlich auf diese Geräusche reagiere. Aber auch zum Beispiel diesen Geräusch, wenn jemand spricht und so, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so wenn es so... Ja, schmalzen. Schmalzen, ja. Ich habe vor kurzem ein Buch, ein sehr, sehr interessantes, intelligentes, hochwertiges Buch angehört auf Audible, und zwar Power of Now. Jetzt heißt das so, es geht um das Gefühl der Zeit. Ein komplexes Thema, aber das Problem ist bei diesem Buch, dass der Autor selbst vorgelesen hat und anscheinend ist es nicht sein Beruf und wahrscheinlich war auch das Mikrofon sehr, sehr hochwertig und er sehr nahe stand und bei jedem Satz hat er gemacht. Ich habe, wenn ich beim Training so die Kopfhörer angehabt und ich könnte nicht mehr konzentrieren, weil ich irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ich habe auch versucht, wieso nervt mich das, aber ich könnte nicht rausfinden. Ja, glaube ich. Ist schwierig. Aber wenn wir über das Thema so Geflogenheiten, Sitten und Gebräuche beim Essen bzw. Gastfreundschaft, also finde ich auch sehr, sehr interessant, dass so hier das Thema ganz anders behandelt wird, also ganz andere Stellenwert hat. So Gäste und Gastfreundschaft und wie man sich benimmt.
und welche, wie eben, wie, welche Bedeutung hat das? Also, ich weiß nicht, wie erlebst du das selber zwischen Syrien und Deutschland, meine ich. Jetzt, wenn man jetzt einen Vergleich ziehen will, dann fällt einem auf jeden Fall einiges auf. Aber zu Gastfreundschaft kann ich zu Deutschland sagen, was jetzt deutsche Kultur betrifft, die sind immer wieder so geflasht und positiv überrascht, wenn die zum Beispiel bei Arabern oder bei unseren Leute so eingeladen sind. Und dann checken sie andere, wie du sagtest, Geflogenheiten, wie wir Menschen einladen, wie wir beim Essen auch jemanden fast aufzwingen. Komm, iss, bitte noch ein Teller, noch eine Tasse und so weiter. Also wie ich die Deutschen erlebt habe, die finden das auch schön, weil die sowas nicht gewohnt sind. Ja, jetzt abgesehen davon, wer was besser macht, ich finde auch diese Vielfalt immer sehr schön. Und ich habe davon was gelernt, aber ich habe auch jetzt in Deutschland, auch von der deutschen Kultur bei der Gastfreundschaft auch einiges gelernt. Diese Aufzwingkultur habe ich ablegen können, weil ich finde es auch irgendwie. Ja, das ist auch so sehr, sehr speziell. Also, ich habe, nachdem ich meine Aufenthaltsgenehmigung oder meinen Asylstatus bekommen habe, angefangen als Asylbetreuer zu arbeiten. Ich habe so eine Hilfsorganisation, Arbeiter-Samariter-Bund, 3 Jahre als Betreuer gearbeitet. Und da hatte ich mit vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zu tun. Und sie waren jedes Mal so irritiert oder überwältigt oder ja, verwirrt, so wie sie damit umgehen sollen, weil sie werden als Dankbarkeit für ihr Engagement zum Essen eingeladen. Und du kennst das eben, man so füllt den Teller komplett so überschwänglich. Und wenn jemand so das geschafft hat, hinunterzuschaufeln, wird es nochmal so ausgefüllt, also nochmal befüllt. Und, also, sagen wir so, Deutsche oder Österreicher können sich nicht so wehren. Also, manchmal tun mir wirklich leid, wenn ich da sitze und dann zwingen sie sich zu essen. Ich meine eher von dem Gastgeber als nettes Zeichen, dass ich dich gerne habe und bewerte dich sehr gern. Aber ich meine, bei mir, ich bin auch sehr, was dieses Thema angeht, so beinhart, eiskalt. Ich sage, ich will nicht mehr, und wenn mein Gast so mich dazu zwingt, dann bin ich auch ungut. Also ich bin dann auch aggressiv. Ich sage, ich will nicht. Also, weil ich habe irgendwann angefangen, mein Essen, also diese ist die Hälfte Konzept, umzusetzen, und das geht nicht, wenn du bei so richtigen, sogenannten, angeblichen richtigen Araber eingeladen bist. Was ich sagen kann, du könntest das oder du hast dir irgendeine Methode aneignen können und hast es dich immer klar ausdrücken können, weil du sie auch kennst und du kannst dich mit denen so quasi gut verständigen. Wenn du als Deutsche, Österreicher oder was auch immer eingeladen bist bei einem Araber und gerade wenn du zum Beispiel in so einer ehrenamtlichen Tätigkeit bist, wo du eigentlich etwas umsonst tust, dann wollen sie ja dir etwas quasi als Gegenleistung geben und dann machen sie halt Essen und die machen gerne Essen. Aber du bist aber erstmal, du willst aus Nettigkeit, Höflichkeit nicht sagen, ey, ich will nicht mehr, obwohl du in der Teller 3 Portionen bekommen hast, nicht nur 1 Portion. Und ich glaube, die denken direkt, also quasi schon vorsichtshalber, ich darf nicht Nein sagen, weil ich das allererste Genau. Mal eingeladen bin. Und Genau, wenn ich jetzt Nein sage, wie stehe ich jetzt da? Ich bin dann unhöflich. Deswegen sagen Sie das nicht. wobei, das ist echt kompliziert. Also, ich muss sagen, es gibt so auch bei uns,
wenn ich das sagen kann, weil, wobei es gibt nicht, wir müssen das immer festhalten, es gibt nicht die Araber, Araberinnen, Österreicher, Österreicherinnen. Mhm. Also jeder führt seinen Lebensstil ganz richtig unterschiedlich. Aber wenn wir es auch verallgemeinern dürfen, was wir oft tun in dieser Sendung, um verständigen zu können, es gibt bei uns die anstrengende so Rituale oder sagen wir so Vorschriften, wenn man will auch, dass du das erste Mal Nein sagst, aus Höflichkeit, wenn du eingeladen bist. Also ich erlebe so zum Beispiel, nicht nur wenn du eingeladen bist, also auch wenn irgendwo unterwegs dein Freund, Freundin was isst, was hat und dich dir anbietest, du sollst, das habe ich auch gelernt, wenn wir als Kind, wenn wir Großeltern jemanden besucht haben, du musst einmal Nein sagen, zweimal auch. Das dritte Mal, das ist so, dass man ehrlich meint, weil, wie du weißt, es ist deine Pflicht, Menschen zum Essen etwas anzubieten, wenn sie in dein Essen schauen. Das ist auch im Islam ein großes Thema. Deswegen ist es auch nicht bevorzugt, auf der Straße zu essen. Weil das ist dein, also es ist wirklich eine Pflicht. Genau, aus diesem Grund ist es nicht so bevorzugt, dass man auf der Straße isst. Denn es wird angenommen, dass jemand kein Geld hat und hungrig ist und du machst ihn noch dazu quasi noch hungriger und es ist so eine Art des Folterns. Deswegen musst du jemanden anbieten. Und es ist auch dann verständlich, warum dann man die erste und manchmal die zweite Einladung so ablehnt, ausschlägt. Dass es keine Missverständnisse entsteht. Man will so sicher stehen, dass du es ernst meinst. Aber dann kommst du hier, erstens hier, also ich war fassungslos, wenn zum Beispiel in der Arbeit, meine Arbeitskollegen sitzen da in der Pause und so jemand geht vorbei oder bleibt stehen, sagt Hallo und du bittest ihn nicht zum Essen ein und ist einfach so ganz kaltblütig weiter. Das geht nicht, also, das ist ein No-Go. Und auf der anderen Seite hat mich auch irritiert, wenn ich zum Beispiel esse und ich habe nicht jetzt heute nicht besonders viel essen und aus Höflichkeit, meine Arbeitskollegen sagen, magst du was? Nimm bitteschön. Dann setzen sie sich sofort, ja, essen wir. Scheiße. Ja. Ja, ich habe das auch so, meine Arbeitskollegin erzählt, die hat gesagt, ja, was sollen wir mit euch machen, wenn ihr so anstrengend seid? Man weiß nicht, das voll. Aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Es ist wirklich kompliziert. Ja, das mit dreimal nachfragen, willst du wirklich nicht? Sicher willst du nicht? Ach komm, iss mal was. Ja, und diesen kleinen Unterschied kann man, glaube ich, nicht verstehen zwischen, ich bin hier daran gewöhnt, ich bin so auch erzogen worden, dass ich einmal entweder ja oder nein sage. Drüben ist man daran gewöhnt, wie du es gesagt hast, nein, dreimal zu sagen. Nein. Ach komm, nein. Ach komm, okay, ich komme. So, ne, dass du auch Manieren zeigst. Nicht von dem ersten Mal beten kommst, sondern du wirst dreimal gebeten, um zu kommen. Aber wie ist das dann, wenn man andersrum, also die Rollen andersrum hat? Ist das dir schon mal begegnet, dass ein Deutscher so wirklich immer so oder Österreicher großzügig sein Essen so anbietet und sagt, ey, komm, iss mit oder so in der Art? Es fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ich bin manchmal erzählt, so, ich war bei meinen Nachbarn hier und wir wollten was kochen und dann kam ein Freund von dem kleinen Bub, also von meinem kleinen, also von meinem Nachbar vorbei und wir wollten gerade essen. Der hat dann gesagt, ja, wir müssen essen und dann komme ich. Und dann musste ich irgendwo warten. Ich habe gesagt, Alter, nein, das kannst du nicht machen, ich hole ihn zum Essen. Ja, aber das war nicht geplant oder irgendwas. Ich hole ihn einfach zum Essen. Lass es dabei essen, das gibt's nicht. Ich war so wütend da und so. Also ich weiß, also auch also was mich extrem nervt, so wenn ich bei österreichischen Freunden oder Deutschen eingeladen bin, dann kommst du rein und das Essen steht schon am Tisch. Das ist für mich so lieblos, so leblos auch so. Aus welchem Grund? Weil du sitzt
Und du willst das Essen genießen und ich kann nicht das Essen genießen und gleichzeitig reden. Und wenn du jetzt gerade gekommen bist, hast du irgendwie auch so das Bedürfnis zu reden, so bei Sharing ein bisschen Eis brechen und es ist so, entsteht so eine komische Situation. Wenn ich jemanden einlade, dann fangen erst mit den Gästen zu kochen an. Also ich gebe ihnen ein paar Zwiebeln zum Schneiden und dann lasse sie weinen, weil ich denke, so ein Mensch, mit dem du weinst, wirst du nie vergessen. Das ist so, stärkt die soziale Verbindung. genau, Gliederung, Bindung. Ja, und beim Kochen ist es so, dass man jemand, also etwas tut mit der Hand und eine Aufgabe hat, kann man auch besser reden, bekanntlich und so weiter. Das finde ich viel stimmiger. Wobei das ist nicht bei jedem so Österreicher, Österreicherin oder Deutsche so ist. Also es ist aber meistens so. Und auch so, wenn ich jemanden einlade, dann ich habe so den Zwang, immer mehr zu kochen, immer mehr. Ich koche immer viel mehr. Das ist deshalb von meiner Mutter übernommen. Sie hat immer für, wenn sie 5 Menschen eingeladen hat, für 10 gekocht hat. Sie sagt das so, dass der Gast kommt von Gott, weil man kann sein, dass jemanden auch dazu stoßt. Ja. Und es ist auch nicht so üblich, dass jemand mit sich mitbringt, ohne anzukündigen. Das wäre auch ein Tabu. Also da muss man schon den Gast schon auf die Liste Ja, einladen. Aber die Meinungen bzw. die Kulturunterschiede gehen wirklich bei Gastfreundschaft sehr, 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 sehr weit auseinander. Also die sind, glaube ich, bei keinem Punkt sich zu einigen, sondern einfach ganz anders. Ich glaube, wenn wir jetzt in China gelandet wären, hätten wir auch, ne, hätten wir auch andere Kulturrituale gesehen, gefunden und so weiter. Ich find es bereichernd. Also ich habe auch auf jeden Fall davon etwas gelernt. Ich habe diese Zwingkultur beim Essen habe ich jetzt komplett ablegen können, weil die Schwester von meiner Partnerin auch so eine ist, wie du gesagt hast. Die hat auch sehr viel mit Migranten gearbeitet als Deutschlehrer für Zuwanderer. Und die haben immer sehr viele Feiern gemacht, wenn ein Unterricht zu Ende ging, ein Kurs und so weiter. Und dann haben sie immer alle Essen mitgebracht. Und die war immer am Anfang sehr überfordert mit der Situation. Und die ist so eine so kleinförmige Frau. Die ist auch in der Regel nicht viel. Und die mag einfach Essen genießen. Und dann be bekommt sie auf dem Teller, beziehungsweise sie bekommt drei verschiedene Teller, die sie unbedingt aufessen soll. Ja, und dann irgendwann mit der Zeit hat sie gesagt, so geht's nicht mehr. Und dann ist die wirklich knallhart immer dann geworden, gesagt, nee, das möchte ich nicht. Das reicht mir. Vielen Dank. Ich probiere ja, man muss das häppchenweise quasi. lernen. Häppchenweise nimmt sie dann von allen etwas, sodass alle zufrieden sind, aber nicht, dass sie gleich platzt. Und ja, ne, und Ja, man genau. muss das lernen, so sich ein bisschen durchsetzen und das ist auch nicht böse meinen. Aber das kommt drauf an, wo du bist. Also das mache ich schon. Also ich bin, wie gesagt, da schmerzbefreit. Ich sage einfach, wenn ich nicht mehr essen will. Aber einmal konnten die das nicht machen und das war in Syrien. Und genau gesagt bei Palmyra in der Wüste. Ich habe in Damaskus Magistrat gearbeitet und einer unserer also Kollegen, der war eben also von diesen sogenannten Beduinen und der hat geheiratet und mich zu seiner Hochzeit eingeladen. Wow, okay. Genau, und so als so. Sein Vorgesetzter in der Arbeit und aus der Hauptstadt dürfte ich als Ehrengast neben seinem Vater sitzen. Und das ist sehr so, das ist sehr, sehr von großer Ja. Bedeutung. Und die Hochzeit fand in auch so ein riesen Zelt, so ganz typisch aus diesen Ort. Haaren der Tiere, weiß nicht, wie das heißt nochmal. Ah, egal. Und so, es gab so einen Berg vom Reis und obendrauf Fleisch. Ja, das Sorte. Und jedenfalls, so long story short, er isst und nebenbei also nimmt Fleisch auseinander und wirft mir in meinen Teller. Das ist so Ja. ein sehr
gastfreundliches Zeichen. Und ich habe schon vorher gewusst, dass du kannst einfach nicht ablehnen. Das ist auch zu verletzen in seine Würde. Das ist sehr wichtig. Also das ist auch so quasi der Ursprung der Gastfreundschaft bei den Aramern liegt bei den Nomaden, also in der Wüste. Jedenfalls, ich habe gegessen und irgendwann, ich habe gewusst, wenn ich jetzt diesen Biss esse, zu mir nehme, dann würde ich einfach speiben, weil ich war so da, bis dahin so, bis da voll. Und ich schaue immer so mein Arbeitskollege, ich habe ihm die ganze Zeit angeschaut, der heißt auch Amir. Und er hat mir immer nie beachtet. Und irgendwann habe ich so getan, dass mein Handy das klingelt, das war was Wichtiges wäre. Und ich bin einfach gegangen und nicht zurückgekommen zum Essen. Also, das war wirklich. Qual! Aber wobei das Essen, wobei am Anfang das Essen war herrlich. Also, die haben das Fleisch so gekocht, dass sie. In der Erde, ne? Unter der Erde gekocht, also mit der Hitze. Der Sehr richtig, richtig spezielle Art, ja. Krass. Ja, sehr speziell, aber wenn du, also, es ist einfach zu viel. Ja, glaube ich. Ja, das ist aber auch so ein extremes Beispiel. Also sowas kommt sehr selten hier vor. Könnte vorkommen, aber sehr, sehr selten. Und ja, aber das ist wenn ich jetzt dich wieder unterbreche, weil ich glaube, das ist ergänzt, das eine ergänzt das andere. Also wenn man die Gastfreundschaft bei den Arabern verstehen will, muss die Wüste verstehen. Das Leben in der Wüste, das Leben der Nomaden. Weil, warum ist Gastfreundschaft so heilig, beziehungsweise der Gast so heilig? Also man sagt, du hast den mittleren Punkt unseres Hauses und wir haben die Schwelle. Oder Zeltes in diesem Fall. Es ist einfach aus diesem Grund, weil der Araber oder der Beduine oder der Nomade sich in den Gast zieht. Weil sie zählen immer und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn er in Not oder in diese eben Notlage gerät und den anderen braucht, aus irgendeinem Grund, weil die Ressourcen knapp werden. Und das war früher so, dass wenn der Gast kommt, der hat 3 Tage eben so Anspruch, sich bewerten zu lassen, essen zu lassen und dann muss er entweder für sein Essen arbeiten oder weiterziehen. Und das ist das Prinzip. Der Araber sieht sich selber in den Gast. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Rollen getauscht werden, sprich bis ich meinen Gastgeber brauche. Und deswegen hat das so diese Heiligkeit. Und es gibt auch so Rituale, dass über Nacht das Feuer draußen angelassen werden, damit man von der Ferne die Zelte sieht und auch den Hund draußen anbinden, damit er bellt und so diese Orientierungszeichen gibt. Solche Sachen habe ich jetzt zum ersten Mal auch gehört mit der Gastschaft Gastfreundschaft der Beduinen und wie sie es oder weswegen sie es machen. Also das hört sich für mich auch quasi wie wenn du zu uns kommst, dann bist du immer der König und wenn wir zu dir kommen oder wenn wir dich brauchen, dann sollst du uns quasi ebenfalls behandeln. Aber jetzt zurück zu Deutschland bzw. Österreich. Wie sind jetzt nach fast sechs Jahren oder 7 Jahren jetzt hier leben? Wie hat dein Gastfreundschaftsweise geändert oder bist du genauso treu geblieben zu dem, was du quasi damals erzogen bekommen hast? Also ich um ehrlich zu sein, ja, das hat sich geändert. Ich koche jetzt tendenziell weniger, so einfach ein Schüssel Salat und ein Gericht, eine Speise. Früher war es so, ich musste mindestens 3 verschiedene. Und das muss auch jetzt, ich kann weniger Spontanität, überraschende Besuche erleiden. Das letzte Mal war er sehr exemplarisch. Ein Freund von mir, der Shadi, hat einfach sich nicht angekündigt. Er lebt in einem ganz anderen Ort. Und
ich wollte da so in meinem Roman arbeiten, habe alles vorbereitet, das Zimmer und die Stimmung und alles Mögliche, Kaffee gemacht und habe mich psychisch darauf eingestellt. Und da sitze ich hin und Was dann denn? Klingt die Tür oder dein Handy? klingelt an die Tür. Na, nicht an das Handy. So klingelt meine Klingel. So komisch. Okay. Ja, jedenfalls. Ich hab kurz so gemerkt, dass ich genervt bin. Ich habe so. Dann habe ich mich selber so ertappt, so zu Wort, so zur Rede gestellt. Hey, Alter, was ist mit dir? Jetzt bist du richtig Du bist jetzt integriert. angekommen. Herzlich willkommen. Integriert. Und ich habe dann so wegen so den, wie gesagt, den Österreicher, den gelernten neuen Österreicher in mir so zur Rede gestellt und dann ein bisschen so der Araber in mir protestierte und dann. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt mach ich. Ist scheißegal, er ist da. Ich habe einfach so ein Lächeln auf mein Gesicht so gemacht und habe die Tür geöffnet. Ich sage, Also herzlich willkommen, wir haben Tee der Araber hat getrunken. besiegt. Und dann sind wir einen langen Spaziergang gegangen und das war super. Und dann habe ich anschließend weitergeschrieben. Genau, und für ihn war so, ich bin jetzt vorbeigegangen und neben deinem Ort und wollte dich besuchen. Ja, Genau, ich also. muss ganz klar sagen, das nervt mich momentan Wie auch. ist es bei Es dir? nervt mich auch und ich kann unorganisierte Besuche beziehungsweise auch sogar Anrufe manchmal von bekannten Freunden auch nicht direkt quasi entgegennehmen. Gerade wenn jetzt, überlegst dir zum Beispiel jetzt, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf und jetzt sollte zum Beispiel jemanden anrufen. Wie soll ich antworten? Ne? Also da sind Sachen, dein Tag, also für mich zumindest, mein Tag ist komplett getaktet, was ich zu tun habe und wie viel Zeit ich übrig habe. Klar, meine Freizeit bekommen meistens meine Eltern, wenn wir zum Beispiel am Abend telefonieren, auch wenn mein Vater tagsüber anruft, dann kann ich auch schlecht antworten. Ne? Und von daher, wenn sie anrufen, klar, da brauchen wir keinen Termin zu vereinbaren, aber Freunde und so, da brauche ich auch, ich möchte mir auch die Zeit für sie nehmen. Ich möchte nicht halb bei denen sein, sondern ich möchte auch ganz bei denen sein. Deswegen finde ich auch mit Termin ist gar nicht so verkehrt, weil mich nervt zum Beispiel persönlich, wenn ich mit jemandem telefoniere und höre, dass er irgendwas anderes macht, während ich mit ihm telefoniere. Nicht, weil ich so wichtig bin, nein, weil ich genau das tue. Ich gebe dir die Zeit und genauso sollst du mir auch die Zeit geben und dir komplett bei der Sache sein. So denke ich zumindest. Klar, das können sehr viele Araber nicht nachvollziehen, ne? Und gerade die gar nicht in Deutschland oder Österreich oder sonst wo leben. Aber ich finde das so schöner, weil ich schenke dir meine Zeit, ne? Ja, das ist da auch so. Wir wollen jetzt nicht in die Soziologie umschlagen, aber das ist der Unterschied zwischen individuelle und kollektive Gesellschaften. Das ist hier etwas mehr Individualität und das ist so ganz, ganz was anderes als wenn dieses, weil für mich war, ich habe auch in Syrien diesen Bedürfnis nach Rückzug und alleine sein und ein paar Stunden oder einen Tag alleine verbringen. Aber das war zum Beispiel von meinem Papa, wenn sie alle da sein oder waren, befremdlich. Also wenn ich mich zurückzog, ja, was machst du jetzt da? Alles gut? Geht's nicht gut? Ich will einfach alleine sein, lass mich in Ruhe. Ja. Nee, man könnte auch in einer kollektiven Gesellschaft auch etwas Individualität reinbringen. Man muss natürlich auch jetzt nicht das Ganze extremisieren und sagen, okay, das sollte nur so sein, dass man immer Termine auslegen soll, um Telefonate auszuführen mit Freunden. Nee, aber ich glaube es auch schon. Hat auch viel mehr Mehrwert für einen, wenn ich komplett bei dir bin. Und ich setze praktisch und habe
wenn wir jetzt ein normales Telefonat führen, ich habe mein Handy an mein Ohr und ich mache nichts anderes. Und nicht nebenbei WhatsApp antworten und nicht nebenbei YouTube schauen oder auch sogar zocken. Letztens, ich hab mit meinem Cousin telefoniert, lange nicht mit ihm telefoniert, und dann irgendwann check ich, dass er am Zocken ist, während er mit mir redet. Weil er irgendwas Schwachsinnes erzählt hat, was mit unserem Thema gar nichts zu tun hat. Ja, und das ärgert mich halt, ne? Weil ich habe mir die Zeit für dich genommen und du, also ich finde das ein bisschen so Verachtendes da drinne, finde ich. Das habe ich auch zunehmend hier so auch so gelernt oder mir angeeignet, so dass man eben die Zeit mehr so erstens achtsam so einteilt und zweitens, wenn, dann will man, dass es wertgeschätzt wird. Das verstehe ich sehr und das finde ich auch gut so. Aber man kann immer übertreiben. Also manchmal, wenn ich, also bei mir, wenn meine Freunde da sind, das, und die, das, also, ich habe sehr unterschiedliche, sehr bunten Bundesfreundeskreis, Syrien, Irak, Ägypten, Mexiko, natürlich Österreich. Aber wenn so syrische Freunde da sind, dann, ich merke so, das ist nicht so, man legt nicht so darauf viel Wert. Man kann herumlegen, am Handy spielen, man muss nicht jetzt besonders sich Mühe geben, miteinander reden. Aber wenn mich meine österreichischen Freunde besuchen, das ist anders. Man sitzt beim Tisch, hat man das zum Essen, man hat einen Plan und muss eher so eben diese Aufmerksamkeit komplett schenken. Ja, ich finde beide schön. Also ich manchmal brauche das, manchmal brauche ich das andere. Mhm. Ich will auch nie mir erlauben, das zu werten. Also jeder soll für sich über das entscheiden. Ganz klar. Das ist immer unser Appell, dass wir oder aus unserer Sicht reden und nicht das zum Beispiel, was ich jetzt gesagt habe und von mir gegeben habe, dass es Maßstab sein soll und dass alle Araber, die in Deutschland, Österreich oder in Europa leben, so auch machen sollen. Nur, es ist einfach schön. Ich gebe dir meine Zeit, du sollst auch genau so machen. Wahnsinn, so ein guter Schlusssatz. Also, in dem Sinne, Freunde, danke, mein Lieber. Schenkt euch gerne auch gute, beziehungsweise ja, gute Zeiten, um mit Freunden zu reden, auch wenn ihr ein bisschen Handy in der Hand habt oder vielleicht zockt, aber bleibt bei demselben Thema am besten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, vielen Dank, Jad, und vielen Dank, Arme, und vielen Dank fürs Weiterleiten und den Podcast unterstützen. Ciao, ciao.